Ja, wer hätte das gedacht? Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tschernobylite oder Tschernobylit. Ja, es ist ein bisschen her, wo wir uns gesehen haben tatsächlich. Und hallo Oliver. Lange ist her. Wir haben ja ein bisschen gebaut gehabt, wie ich sehe, in der Vergangenheit. Der Flexi hat hier ein bisschen... Oder? Hatte er nicht gebaut gehabt? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich weiß gar nicht, wo wir waren. Ja, erstmal herzlich willkommen zurück. Ich bin zurück aus dem Krankenhaus. Ich bin zurück aus der Klinik. Und, ja. Was wollte ich gesagt haben? Oh, guck mal, hier hat er auf jeden Fall schon mal Revolver-Munition. Da würde ich ein bisschen mehr mitnehmen. Kann ich die stacken? Nein, kann ich nicht. Nur 10. Okay. Revolver, Revolver, Revolver. Das passt. Und 16 für die... Ist auch nicht gerade viel, ne? Hatten wir nicht sogar schon eine Schrotflinte gehabt? Ich meine ja. Wo hat Flexi denn die Schrotflinte hingepackt? Okay, hier ist nichts drin. Er hat auf jeden Fall 2 Lager gebaut. Ja, ich bin zurück. Ich bin zwar immer noch krank tatsächlich. Aber nichtsdestotrotz... Wollte ich mal versuchen, so ein bisschen wieder was aufzunehmen und tralala und pipapo. Und ja, wir müssen immer noch Tatjana finden. Unseren Überfall müssen wir planen. Wir müssen ja immer noch da hinten zum Atomkraftwerk in Tschernobyl. So viel stand ja noch an. Und ich würde sagen, wir legen uns mal schlafen. Hatte der nicht... Eigentlich ist das der Speicherstand. Ich guck nochmal eben. Spielstand laden. Was haben wir denn heute? Heute ist der 28. Doch, das müsste der Speicherstand sein. Das kommt schon hin. Stunde 26? Ja, doch, das kommt hin. Das passt schon. Ah ja, ich habe ja komplett von vorne angefangen, ne? Genau, richtig, da war ja was. Gut, dann würde ich sagen, legen wir uns mal hin. Und da ja sowieso demnächst Full Release ist von dem Spiel, dachte ich mir so, spielen wir einfach mal. Denn ich werde, glaube ich, jetzt erstmal ein Projekt zu Ende bringen und das wird Tschernobylite sein, bevor ich alles durcheinander spiele. Это нечто большее, чем Пандора. Это наш шанс выйти за пределы человеческих мыслей и воспоминаний. Выйти в реальный мир. Игорь, ну что я еще могу сказать? Комитет признал проект финансово нецелесообразным. Слишком абсурдным. Das waren wir gerade mit Tatjana, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe oder gehört habe. Wir wollten also irgendwie dem Menschheit wohl helfen oder so in so einem... Research Facility sind wir hier, 2010. Und da hat Tatjana auch mitgearbeitet und wir? Aber warum können wir uns nicht daran erinnern? Das frage ich mich. Каждый предмет по своей природе дозиметр. Все впитывает радиоактивные частицы на протяжении своего существования, создавая эхо в пространстве и времени. Ариадна может воссоздать это эхо в виде фрактальной виртуальной симуляции. Что тут абсурдного? Слушай, я все понимаю, правда. Это дело всей твоей жизни. Но ты сам подумай. Grace, Entschuldigung, Grace war es gewesen. Nicht Tatjana. Ja, wir kriegen keine Unterstützung mehr von der Regierung und haben es aber anscheinend vielleicht trotzdem geschafft mit dieser Wurmlöcher, um in verschiedenen Zeit zu reisen. Этот процесс требует невероятного количества энергии. На данном этапе это попросту нерационально. А как же ядерные наноалмазные батареи, в которых используется графит из переработанных радиоактивных отходов? Это тоже пока лишь проект, Игорь. И я не думаю, что этого будет достаточно. Чтобы Ариадна работала, нужен источник энергии, которого пока не существует. Возможно, на Земле его и вовсе не найти. Но... Мне очень жаль, Игорь. Все кончено. Тебе нужно смириться с этим и жить дальше. Aber ich gehe davon aus, dass wir weiter geforscht haben. Also sind wir auf jeden Fall irgendein Forscher. Cool. Ein Professor, denke ich mal. Aber warum können wir uns nicht erinnern? Das ist die Frage.
Und das ist das Gerät. Schopu, Komitet. Я никому не позволю уничтожить результаты моих трудов. Проснись, Игорь, проснись. Таня, это сон. Я жду тебя, любимый. Найди меня. Скорее, Игорь, у меня осталось мало времени. Я стараюсь, Таня. Изо всех сил. Надо взглянуть на мою доску. Auf der Ermittlungstafel kannst du einen Überblick über deine Forschungsfortschritte gewinnen, okay? Eine Tafel befindet sich. Загружу данные в Ариадну и узнаю, что на самом деле произошло с Таней. An der Tafel befinden sich Hinweise. Tatjana verschwand vor kurzem kurz vor der Tschernobyl-Katastrophe. Ihr Verschwinden hatte also nichts mit der Evakuierung zu tun. Die ist auf den Vorfall. Die auf den Vorfall folgte. Was geschah mit ihr und wer war an ihrem Verschwinden beteiligt? Eins von vier Fakten haben wir und eins von sieben Hinweisen. Genau, das haben wir ja, glaube ich, schon geguckt gehabt. Konzentriere dich an die Notiz an mich selbst. Ist das die hier? Oder ist das die oben? Einblenden mit T. Boris Glukschow, mein alter Freund und ein KGB-Informant, Bastard. Ja. Und das ist das Gerät. So ein Gerät gab es tatsächlich auch bei Get Even. Das sind ja die Get Even-Macher. Und, Projektor abspielen. Und, deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Da ist Tatjana übrigens. Ja, alte Erinnerung. Und, ja, schauen wir mal, was heute ansteht. Müssen wir mal gucken. Есть там кто? Эй! Да ответьте уже наконец! Уроды! Это важно, мать вашу! Эй! Алло! У меня уже жопа затекла вас ждать! Бас, это кто? В смысле кто? Ты как вообще, в порядке? Арендодатель твой на связи, идиот! Кстати, как он там, уютно? Господин Хименюк! Михаил, я тут немного занят. Рад, что тебе все нравится. Надеюсь, оставишь помещение в таком же безупречном состоянии, в котором получил. Тебе очень повезло. Ты в курсе? Ладно, к делу. Антон и Оливер с тобой. Антон, его убили. А, жаль. Он был реально хорошим парнем. Возможно, даже слишком. Чувствую, это моя последняя сигарета его добила. Не думаю. Чего тебе, Миша? Мне надо, чтобы ты мне тоже помог и удалил базы данных НАР. И пока ты не начал ныть... Да, я в курсе, что ты не по этим делам. Я тебе расскажу, как это вообще делается. Das könnte ein Vorteil für mich sein. Nimm seinen Auftrag an. Ja, machen wir mal, komm. Надо использовать любую возможность нагадить нар. Ладно, я в деле. Вот это по-нашему! Отправляйся к зданию в комплексе Дуги! Я буду на связи! So, mir ist gerade aufgefallen, ich habe die Einstellung vom Mikrofon noch gar nicht richtig gemacht. Ich muss mal eben schnell gucken. Entschuldigung, wenn ich das jetzt gerade mal eben in der Aufnahme mache. Ach, ich habe die Filter gar nicht drin. Lul, das ist ja lustig. Und zwar brauche ich einmal den hier. So. Und dann brauche ich einmal... Warte. Das geht eigentlich relativ zügig. Dann bin ich wieder bei euch. Den hier. So, genau. Dann soll er da öffnen. Das passt ja einigermaßen. Und schließen soll er dann bei 38. Das glaube ich ganz gut. Ja, das passt. Weil dann hört ihr nämlich das Rauschen im Hintergrund auch nicht. So, gut. Dann haben wir das auch nochmal eben. Entschuldigung, dass ich es gerade machen musste. Ich habe deine Beziehung mit Michael gehört. Nur nicht sagen, dass du wirklich gehst. Doch, ich gehe dahin. Michael, ein bisschen... Специфический. Но вот идея напакостить нар
Очень здравая. Так мы выиграем время. Да он настоящий социопат. Ты ему веришь? Нет. Но это не значит, что я не буду иметь с ним дел. Он нужен нам только из-за этого склада. И, честно говоря, сейчас от него больше головной боли, чем пользы. С другой стороны, вдруг что интересное найдешь? Даже не знаю. Не, слишком рискованно. Лучше забудь о нем. Думаю, я все-таки попробую. И посмотрю, как пойдет. Очень не советую. Я таких людей знаю. Он ведет себя так, будто овсянку по утрам кокаином заедает. Спасибо за твои мудрые советы. Но давай пока что свернем дискуссию. Gut. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. So. Mission auswählen. Das Wetter in Chernobyl ist jeden Tag anders. Regen verschluckt deine Geräusche und Nebel behindert die Sicht deiner Gegner, aber auch meiner. Das kannst du zu deinem Vorteil nutzen. Beobachte die Sperrzone und pass auf deine Ausrüstung an die Gelegenheiten an, bevor du dich auf die Mission begibst. Jawohl. So. Server hacken. Genau. Michel, der Mann, von dem ich einen Schutzraum gemietet habe, hat mich kontaktiert. Er will, dass ich ihm helfe, die NAS-Server zu zerstören. Er hofft, dass dies den Einfluss der NAS in der Zone schwächen wird. Das könnten wir machen. Genau. Und der Oliver... Munitionsabwurf... Medikamentenabwurf ist auch ganz wichtig. Oder Basis ausruhen. Ich würde ihn tatsächlich mal hier zu dem Hafen schicken. Und dann soll er mal beim Munitionsabwurf einfach mal probieren. So. Dadurch, dass wir neu angefangen haben, haben wir auch kaum Ressourcen. Ich muss natürlich auch immer jetzt Ressourcen sammeln. Bei der Mission wieder. Wie Nahrung und so ein Kram. Und das ist ja auch ganz, ganz wichtig. So. Ты правда доверяешь Михаилу? Может, этот чокнутый тебя просто загипнотизировал, и теперь ты хочешь проверить, насколько глубока кроличья нора? В определенный момент назад пути не будет, и ты окажешься на прицеле у НАР. Schade, jetzt hätte ich tatsächlich gern die Schrotflinte, die ich damals hatte. Aber hatten wir die nicht schon im zweiten Run? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall hatte ich ja neu angefangen und ja. Was wollte ich gesagt haben? Genau. Das Spiel wird ja jetzt demnächst released, also geht im Full Release rein und ist von den Machern Tag 2, das Auge von Moskau, Nachmittag. Das Ganze ist ja von den Get Even Machern und tatsächlich auch von World War 3. Da wollte ich auch mal nochmal reingeguckt haben, so ein bisschen ist so ein Multiplayer-Shooter, so ein bisschen wie Battlefield. Oh, da steht jemand. Ach ja, übrigens, ne? Hallo? So, wollte ich auch mal gesagt haben, mache ich mal mit. Und dann schauen wir mal. Ich wollte mal geguckt haben, habe ich... Okay, 1, 2, 3, 4, alles klar. Gut, habe ich schon mal. Ja, okay. На Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти. Ich werde natürlich alles mitnehmen. Alles mitnehmen, was geht. Oh, da liegt auch noch was. Warte mal. Was ist das denn? Hallo? Elektrikteile. Ja, wir brauchen alles. Ist übrigens ein Horror-Game, ne? Also nicht ganz Horror, aber... wir sind etwas verstrahlt. Ich meine, sind wir ja sowieso. Da sind auch Pflanzen. Damit können wir ja wieder Heilkräuter herstellen, alles. Ich scanne nochmal die Bude, die Umgebung. Dann nehme ich erstmal alles mit. Was wir haben, haben wir. Ne, würde ich sagen, also. Kann ja nie zu wenig haben. So. Gut. Ah, wie schön, mit der Musik und so alles. Richtig cool. Gleich kann ich wieder scannen. Aha. Hab's doch gewusst. Wie komme ich da rein? Pilze. Alles mitnehmen. Da ist auch noch was. Aber wie gesagt, Ressourcen sind hier auch ganz, ganz wichtig im Spiel. Deswegen würde ich doch schon gerne
alles mitnehmen, was wir kriegen. Oh nein, da brauchen wir einen Dietrich für. Dietrich können wir später, glaube ich, selber herstellen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. So, aber jetzt erstmal Sachen farmen. Und die Mission natürlich abschließen. Selbstverständlich. Bis wir dann auf die ersten Gegner treffen. Tatjana Maliva. Ja, was ist damit? Ist das von Tatjana? Nein. Riecht nach Friedhofserde. Entschuldigung. So. Da läuft jemand. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich den nicht geholfen, ne? Oh, ich muss nachladen. Uhaha. Ich habe gar keine Munition mehr. So. Dann haben wir den gerettet diesmal. Beim letzten Mal kann ich mich entsinnen, haben wir den nämlich nicht gerettet. Ich nehme alles mit von denen. So, bisschen Action hier. Благодарю тебя, гражданин. Я вижу, ты хороший человек. Не то, что эти вандалы. Надо только дыхание перевести. Ruhig dich, komm runter, atme erstmal. А нам разве не нужно убегать от монстра? Что? А, не беспокойся, я выдумал это, чтобы избавиться от тех дикарей. Правда? Тебе эта шутка чуть жизни не стоила. Audentum est fortis, audiot ipsa minus. Это латынь? Что это значит? Это значит, тебе нужно было лучше учиться в школе, гражданин. А теперь иди, пока настоящий монстр не объявился. Ja, dann mach das. Bevor ein echtes Monster auftaucht, da hast du wohl recht. So. Dann gucken wir mal. Der 1 war der Scanner, ne? Wollt doch noch weiter ein bisschen hier forschen. So. Weil wir müssen ja auch noch, später kriegen wir ja auch noch mehr Kollegen, als wir den Oliver, den wir haben. Denn später müssen wir ja noch ein paar rekrutieren und so. Aber so weit war ich ja bisher noch nicht gekommen. Da liegen noch Sachen. Bisschen gucken wir jetzt erstmal. Dass wir jetzt erstmal wieder zügig vorankommen, bis dahin, wo wir gewesen sind. Essensrationen sind immer gut. So. Ja, ich war, wie gesagt, ich bin immer noch und ich war krank, tatsächlich. Und, ja, ob ich darüber reden möchte, das habe ich im Stream auch schon gesagt. Ich habe jetzt schon einmal gestreamt. Und, ob ich darüber reden möchte oder reden will oder wie auch immer, habt da bitte ein Nachsehen. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, ob ich das nicht vielleicht für mich behalte oder vielleicht einfach von mir aus irgendwann damit anfange, vielleicht darüber zu reden. Aber soweit geht's mir gut. Und ja. So, ich gucke mal eben auf die Karte. Oh, da ist auch noch was, ne? Ah ne, das war der... Da ist was, da muss ich hin. Das ist noch ein Fragezeichen. Da. Aber es geht mir soweit gut. Und bitte frag da nicht immer irgendwie warum, wieso, weshalb. Vielleicht komme ich da irgendwann selber drauf zu sprechen. Oder so. Wie gesagt, habt da bitte ein Nachsehen. So. Hier muss was sein. Aber wie komme ich da hin? Беру тебя, Игоря Хименюка, в законные мужья. И обещаю любить тебя, чтить и уважать, быть тебе верной и не отрекаться от тебя. Пока смерть не разлучит нас. Bis der Tod uns scheidet, ja. Aber wir wissen ja nicht, ob Tatjana tot ist, ne? Ich gehe stark von aus. Ich meine, wir haben ja Gewissensbisse. Wir haben ja... Du hast ein neues Level erreicht. Du hast 2 Fähigkeitspunkte übrig. Tausche bei Gefährten in der Basispunkte gegen Training ein. Wenn ich das richtig gelesen habe. Kommen wir hier hoch? Nein. Ich meine, wir sehen sie ja in unserem Kopf, ne? Aber ich gehe von aus, dass sie tot ist. Bin mir aber nicht ganz sicher. Kann mich natürlich auch irren. So, da sind noch Fragezeichen. Dann gehen wir mal da lang. Ich hoffe, wir kommen da auch hin.
Da können wir, glaube ich, besser... Da können wir, glaube ich, besser hier so rumgehen. Da hinten ist auch noch ein. Warte mal, den haben wir gar nicht. Gehen wir erstmal da hin. Gehen wir erstmal da lang. Wir erkunden erstmal die Gegend hier. So, vielleicht finden wir ja unterwegs noch ein paar Sachen. An die Tür kann ich mich entsinnen. Da standen Soldaten hinter. Ist das immer noch so? Hallo? Hallo? So. Nochmal scannen. Vielleicht gleich. Da im Gebäude ist bestimmt was drin. Leise aufgeladen. Da ist noch was. Da, guck mal. Wir haben ja auch schon die Kreaturen gesehen, tatsächlich. Die wir ja später auch noch sehen werden, wieder. Wieder einmal. So, hier ist das Fragezeichen. Ah, okay. Aber da kommen wir, glaube ich, eher nur mit einem Dings durch, ne? Mit so einer... Oder können wir da drum rumgehen? Ah, ich kann da einfach drum rumgehen. Okay. Es gibt auch später Wände, das haben wir auch schon gesehen gehabt, wo man, glaube ich, erst so eine, ja nicht so eine Leuchtfackel, aber so eine Art Dynamit quasi nutzen muss, um die Wand halt kaputt zu machen. So, lass mal gucken. Ich gehe jetzt erstmal hier rein und dann gucken wir erstmal. Taschenlampe mit V? Ah, V, okay. Da sind ganz viele Sachen, die sind draußen. Hallo? Habe ich gar nicht gesehen, den muss ich da gleich nochmal sammeln. Da auch. Die Tür geht nicht. Die Tür geht auch nicht. Gut. Haben wir wenigstens mal reingeguckt. Ist ja nicht schlimm. Dann sollte ich da drüben nochmal looten gehen. Aber wie gesagt, je mehr wir Zeug haben, desto besser für unsere Base und unsere Begleiter. Da, guck mal an. Hier ist noch ein Pilz. Hier kommen wir bestimmt nicht rein, ne? Ah, okay, das habe ich mir gedacht. Einen Dietrich brauchen wir dafür. Einen zumindest. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Oder wisst ihr was? Ich würde sagen, mit diesem Ausblick verabschiede ich mich erstmal in eine weitere Folge und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Chernobyl Light und dann schaltet ihr wieder ein. Also, macht's gut. Tschüss.